what you want. Girls on me like the super glued on. Like a table you can place food on. Like Szechuan. Oh, no. Bang. Ba-bum-ba-bum. Paris on camp. Ba-bum-ba-bum. Monkey outside. Ba-bum-ba-bum. Shooting all night. Ba-bum-ba-bum. Bombs take a bomb. Take a clang, clang, clang. Bang on the nail like a renge tang. Motherfucker transform to a grown man. And transform again like. Like the place Tucson, BBC ice cream skewed on. No discounts, no coupons, but I got the Rolls Royce for the great poupon. Now you jealous with your face screwed on. Poupon, you are people ask to get food on. The attitude, get pissed the food on. Boy, thief, you wrong, retreat me. You don't want a feud on. Your nerves ain't meant for a big dude on. Stumping at it until you gone. Hoping that you make it home with your shoes on. Ich habe einen neuen Bobo-Track, den die Welt noch nicht gehört hat. Wie kommt das Soundboard voran? Yo, ich bin Bobo Dix, Bitch. Perfekt. Also, wie kontaktieren wir Karkani? Ich besuche mal sein Anwesen. Bei der Aktion muss ich sein Gesicht sehen. Knöpfen wir uns den Pharma-Clown vor. Das Arschgesicht hat's verdient. Hallo? Skid! Was geht? Wer ist da? Yo, Bitch! Hier ist Bobo Dix! Ach du Scheiße! Ich bin ein Riesenfan, nimmst du mein Angebot an? Ja, ich habe ein paar heiße Tracks. Echt jetzt? Fantastisch! Yep! Kann ich mal reinhören? Born and raised, bored and crazed, hate is blown the fuck away! You ain't the hero of the story. You don't go out in a blaze of glory. Make my day, tell him Boba sent you. Scheiße! Ist das krass! Dein bester Song, Mann! Gern geschehen. Das ist exklusiv, stimmt's? Sonst kriegt das niemand, nur ich. Yep. Wie läuft die Bezahlung? Bitch, ohne Kohle läuft nichts. Schon klar. Muss wissen, wie ich's überweisen soll. Sieh nach. Ah, da. Die Kontonummer? Yep. Aha. Gesendet und bestätigt. Ist bei dir. Großartig, Mann. Da wird ein Traum für mich wahr. Yo, Bitch. Hier ist Bobo Dix. Was? Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Aber Gott schuf sich selbst nach Bobos Bild. Was laberst du denn da? Yo, Bitch, hier ist Bobo Dix. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Wow, was zum Teufel? Nein, was? Kommt schon, was macht ihr da mit mir? Warum ich? Kommt schon! Ich gehöre zu den Guten. Das ist doch nur ein Geschäft, Mann.
Ich habe Aktionäre, verdammt! Leute, er hat gerade 20 Millionen für die Leukämieforschung gespendet. Bitch, ohne Kohle läuft gar nichts. Yo, wer war das? Glückwunsch, Marcus. Unsere Followerzahl steigt schnell. Wie viele von denen erlauben uns auch den Zugriff auf ihren Computer? Alle, darum geht's doch. Die geben uns Zugriff auf ihre Leistungen. Wir bauen ein wachsendes Computernetzwerk auf, das uns stärker macht. Unser eigenes Cloud-Computing-Netzwerk. Unterschreiben die denn einen Vertrag? Hiermit übergebe ich meinen Prozessor an DedSec? Wir sind transparent. Sie wissen, dass sie uns vor der Installation der App Zugriff auf ihre Rechenleistung geben. Aber niemals auf ihre persönlichen Daten. Da braucht man viel Vertrauen. Silicon Valley würde für solche Zugriffsmöglichkeiten töten. Ihr gesamtes Geschäft basiert auf dem Farmen privater Daten. Aber wir kümmern uns um unsere Leute, Mann. Deshalb treten sie unserer Bewegung bei, um ein Zeichen gegen die Technokraten zu setzen. Ich hab genauso ein Shirt. Die Anmache ist ja ganz neu. Kennen wir uns? Ja, von der Party, weißt du noch? Ich kann mich da an nicht mehr so viel erinnern. Kann ich mir vorstellen. Was machst du gerade? Ich arbeite an einem Exploit für die neuen CTOS-fähigen Bankautomaten. Die haben eine Menge Features, die wir manipulieren können. Hast du Lust, das Ding zu testen? Oh ja, sehr gern. Schick's mir rüber. Super. Ich bin übrigens Kaylee. Marcus. Ich weiß, wir kennen uns schon. Ja, stimmt. Ich bin wohl bei der Testphase von Kayleys CTOS-Geldautomat-Exploit dabei. Wie, Leute beobachten nur, dass man ihnen in die Nase guckt. Cool. Träum ruhig, Ranch. Damit können wir geldgeilen Säcken eins auswischen. Oder den Underdogs helfen. Erst mal sehen, ob ich das Ding verstehe. Sucht ihn!
Alles sauber. Ich suche woanders weiter. Schau mich anderswo um. Bereich gesichert. Gehe weiter. Thank you.
Ich habe etwas gehört. Ausschwärmen. Sucht ihn. Da ist etwas. Alles sauber hier. Gehe weiter. Du kommst in unseren Club. Hier ist das Ganze. Was war das? Heiliger Gottes, was ist hier los? Er hat einen von uns erwischt! Da drüben ist was. Da drüben stimmt was nicht. Ausschwärmen, schlägen ihn! Sofort! Hättest lieber weg. Ich habe etwas gehört.
Alles sauber hier. Gehe weiter. Ein Geräusch. Ich bin echt einfach abgerutscht. Muss ein Erdbeben gewesen sein. Sonst hätte ich niemals derart versaut. Ach, ich musste die Farbe komplett abschleifen und dann neu anfangen. Puh, echt scheiße. Aber ich muss sagen, meine Miniaturenarmee wird klasse aussehen. Dein Deck ist Müll. Du hast zu viele Karten. Okay, nimm erstmal alle Aue-Karten raus. Deine Monster sind kompletter Abfall und du hast nur einen Synergiebonus von +1. Du solltest in maximal 4 Zügen oder so +3 ziehen. Hi! Ich würfle eine 12 und habe ihn kaum getroffen. Aber es hat gereicht. Mein Paladin hatte nur noch einen Lebenspunkt, bevor ich alle mit einem Gebet an meine Schutzgöttin Arneson heilen konnte. Hey, willst du eine Runde mitspielen? Wir brauchen noch einen Spieler. Das ist eins dieser neuen deutschen Spiele, hä? Scheiße, das ist Free Road. Hat einen goldenen Ace gewonnen. Würde echt gern, aber ich bin spät dran. Kein Problem. Was zum Henker?
Hinter den Kulissen geht es verdammt krass her. Das weißt du, sonst wärst du nicht hier, oder? Kann man so sagen. Okay, wir haben dich hier. Follower laden unsere App. Wir machen das Zeug publik. Wird schön, endlich mal zu sehen, was zum Geier da los ist. Yo, Marcus, hast du den Trailer für den neuen Jimmy Siska-Film gesehen? Ist der schon draußen? Ja, ja, lass sehen, Mann. Nein, nicht da drauf. Dafür brauchen wir perfekten Sound, einen großen Bildschirm und was zum Hinsetzen. Wir brauchen Ruhe. Hast du ihn schon gesehen? Nein, ich habe auf dich gewartet. Echt cool. Danke. Okay, wir schauen jetzt den Trailer, also Klappe halten. Klappe halten. In einer durch Technologie verbundenen Welt. Ich will keine Gerechtigkeit, gottverdammt. Ein Mann streift über den Daten-Superhighway und verlangt Cybergerechtigkeit. Ich will Cybergerechtigkeit. Kann eine simple Zeile Code die ganze Welt vernichten? Das wird eine Cyberkatastrophe. Cyberdriver. Triff ihn mit dem Code-Strudel-Chip. Jimmy Siska ist. Ihr habt keine Wahl. Folgt mir oder sterbt. Devon von Devon. Wir müssen diese Hacker in Sicherheit bringen. Das sind keine Hacker, Devon. Das sind nur Script-Kiddies. Hey, das Auto antwortet. Das ist kein normales KI-Auto. Ich denke, nächstes Mal brauchen wir eine höhere Firewall, Mann. Cyber Driver. Actionheld vom Feinsten. Sprechendes Auto. Gib's so, Josh. Das Auto ist cool. Wisst ihr, was ich denke? Wir drehen unsere eigene Version des Trailers. Und dieses Auto wird uns dabei helfen. Im Ernst? Sowas bringt uns einen Haufen Follower. Jo, zuerst gehen Josh und ich zum Studio und holen das Drehbuch. Wir sehen mal nach, welche anderen Perlen es noch über DeathSec gibt. Und wir suchen das Auto. Okay, wie läuft das jetzt? Geben wir eine Warnung raus? Nein, wieso sollten wir? Die sichern nur alles ab. Nein, lass sie doch. Keine Sorge, Cyberboy. Nein, nicht. Hackerfilme werden eben gehackt. HMP Studios. Ihr alleine seid für diesen Cyberdriver-Reinfall verantwortlich. Billige Stunts und schlechte Dialoge sind eine Sache. Aber ihr beleidigt unsere Intelligenz. Und das ist unentschuldbar. Offenbar muss euch jemand zeigen, wozu Hacker wirklich imstande sind. Und da ihr nicht gleich zu uns gekommen seid, kommen wir jetzt zu euch. Wir starten Operation Hack und Weg. Wir zeigen euch, was Hacker können. Wir sind DeathSec. Also dieser Von Devon ist ein Rennfahrer, dessen Freund ein KI-Auto baut. Der Wissenschaftler wird von einer Killerin umgelegt. Und irgendwo da drin müssen ein paar Hacker vom Auto gerettet werden, bevor sie den Präsidenten gefährden. Der Film klingt total logisch. Ja, finde ich auch. Heimüberwachung schockiert die Leute wohl noch immer. Das läuft doch schon seit Jahren. Kann sein, aber es ist ein Unterschied, ob man sich deswegen Sorgen macht oder ob es noch schlimmer ist, als man denkt. Es ist grundsätzlich noch schlimmer. Also müssen sie es akzeptieren. Oder ihre Geräte so modifizieren, dass sie nicht ständig alles weiterleiten. Die meisten Leute wissen wohl nicht, wie das geht. Aber wir wissen das. Bringen wir es ihnen bei. Ich mache ein Wiki auf. Mit Home fange ich an. Yo, willst du dem Magier zuschauen? Das Zusehen, während ich mein Ding mache. Du willst Magie? Dann schau mal besser mir bei der Arbeit zu. Ho, ho! Hatte Yoda Luke auf dem Rücken? Wohl eher nicht.
Ich war immer eher der Lando-Typ. Millennium-Falke und Wolkenstadt. Und der hat den zweiten Todesstern vernichtet. Und er ist der Bart. Und er ist der Bart. Mir war Chewie immer am liebsten. Reißt Arme aus, beherrscht den Hydroschraubenschlüssel, mehr Haare als ein 80er-Porno. Ja, verstehe ich. Willst du einen sehen? Hab noch ein paar alte Kassetten. Nein, danke. Was meinst du? Skynet oder Zombie-Apokalypse? Was? Wie sieht das finale Ende der Menschheit aus? Mit CTOS und den Tech-Riesen haben wir Skynet fast schon. Nur eine Frage der Zeit. Und die Zombie-Apokalypse? Seuche, Pestilenz, Nanomaschinen mit organischem Treibstoff. Auch nur eine Frage der Zeit. Wenn wir wild gewordene Nanomaschinen-Zombies nehmen, wäre das doch wieder Skynet. Irgendwie passt alles, oder? Das wird Teamarbeit werden. Scheiße. Marcus, die Sache hier ist der Beginn größerer Dinge für uns. DedSec wird Ihnen dieses Drehbuch so richtig um die Ohren hauen. Das bedeutet gewaltige Aufmerksamkeit für uns. Ja, auf jeden Fall. Du bist zur perfekten Zeit gekommen. Wir haben nicht oft so wilde Ops. Vielleicht von jetzt an ja doch. Gedacht, dieser Film würde gut werden? Tja, ja, klar. Was zum Lachen. Cool, deine Worte. Habe ich echt cool gesagt? Wir wissen nur so viel, Josh. Cyberdriver hat sich als millionenschwere Cyberkatastrophe herausgestellt. Du willst mich nur auf die Palme bringen, mit dem Wort. Oh nein, keine Palme, Mann. Ein Bonsai vielleicht? Wieso lässt Galilei sowas zu? Das ist Rufmord. Du meinst Cybermord? Versuch es nur weiter. Ich werde das nie komisch finden. Mal ganz ehrlich, wenn sie die Szenen schon für den Trailer aussuchen... Tja, dann ist der Rest totaler Scheiß. Und dass sie DedSec aufs Korn nehmen, ist seltsam. Na, Chicago war eine Riesensache. Stimmt. Trotzdem keine Sorge. Du und ich, wir werden über den Datenhighway streifen auf der Suche nach wahrer Cybergerechtigkeit. Komm, Josh, das wird eine Menge Spaß machen. Und ich verspreche, dass ich nicht mehr Cyber sage. Weißt du, all das hier, das wird die Cyberwelt verändern. Und da sind wir, Hook Motion Picture Studios. Hier konzentrierst du dich auf Haltung und Kernmuskulatur. Thank you.
lässt den Rest von uns angstfrei schlafen. Hört zu, Leute. Siska kommt ein bisschen später als erwartet. Wenn sie auf die Leiche runterschaut, tritt Devon von Devon auf. Das ist weit genug. Das ist so traurig. Sieh dir nur an, was auf Land ist. Die Kürzungen im Bildungswesen. Scheiße, das war wieder ein Reinfall. Diese Typen wollen rein. Ich hoffe, sie bringen den Wagen bald ins Studio. Das ist bloß eine Touristenfalle. Ich will ein Selfie auf dem Fahrersitz. Okay, Leute, ich bin drin. Ich meine, im Ernst. Echt jetzt. Irgendwann wird's schon. We're running out of organic kills moving to the craft table. Could you please send out one of the PAs to fetch some more? Na, bitte. Nice. Die nicht so geheimen Mails. Hey, Sie! Keine Bewegung! Ich weiß. Schon gut. Wir wissen, dass so gut es geht. Echt getroffen! Neue Szenenaufstellung. Wieso passiert das alles?
Sie haben meinen Freund getötet. Ich hab's. Wir haben das ganze Skript von Cyberdriver. Was ist mit dem Auto? Ich glaube, es ist nicht hier. Wir finden es. Ich hau jetzt ab. Sollten wir nicht aufs Disco kommen. Leute, ich habe eine Mail, in der steht, dass sie das Auto irgendwo hinbringen. Nur leider nicht wann und wohin. Ist schon okay. Ich glaube, ich habe einen Plan B. Paparazzo, der weiß, wo der Wagen ist. Er wartet auf dich. Wir geben ihm, was immer er aus dem E-Mail-Dump haben will. Du kannst ihm trauen. Okay, du hast Paparazzi-Kontakte? Gibt es jemanden, den du nicht kennst? So bin ich. Jeder kennt und liebt mich. Raus, sofort! Ha ha!
Für mehr Details zu dem besonderen Auto will ich auch pikante Details haben. Wie Jimmy Siska und Popstar Nelly Shire? Also vögeln die echt? Ich wusste es. Tja, okay, das klingt auch gut. Ist schon gesendet. Cool, Mann. Sehr cool. Okay, ich habe Ihnen die GPS-Daten des Autos geschickt. Wasserknappheit in 90 Tagen. Hört sich gut an. Genauso lange warte ich drauf, endlich wieder baden zu können. KBYFM. Bei uns hört ihr immer die heißesten Hits auf eurem Musiksender Nummer 1. Aktiv. Systemcheck. Super! Los geht's! Alle Einheiten, wir verfolgen ein gestohlenes Fahrzeug des Filmstudios. Verstanden. Verdächtiger flieht. Alarm wegen eines möglichen Kriminellen in ihrer Nähe. Over. Spürst du die Gier? Die Gier nach Tempo in mir. Dieses
Ich autorisiere mich selbst, blöder Pisser. Wrench, hast du gehört? Das Auto spricht. Eine Streife hat die Verfolgung aufgenommen. Was, Bitch? Ich bin schwarz und stolz drauf. Lass deine Sensoren neu kalibrieren. Keine Referenz. Nein, natürlich nicht. Bleib mit Händen und Füßen immer im Inneren des Tornados. Eingeweide festhalten, Devon. Gemeinsam gehören die Straßen uns. Hey, hast du gerade was aus dem Film zitiert? Wrench, hast du das gehört? Ich bin ein nitrobetriebenes KI-Auto. Was? Hast du gerade gesagt, der Wagen hat den Film zitiert? Ja. Aber das... Oh, das ist so Meta. Weg. Ich gehe zur Garage. Bin unterwegs. Ich bin Devon von Devon und ich bin... Sie sind nicht Devon. Devon von Devon ist attraktiv und schneidig. Und Sie nicht. Oh, bitte. Ich bin ganz sicher schneidiger als ein Typ namens von Devon. Mann, im Silicon Valley gibt's nicht einen, Bruder? Meine Galilei-Entwickler denken an alles. Ja, vielleicht nicht ganz alles. Mann, dieses Auto. Das Auto ist echt heiß. Ja, Mann. Respekt, dass Galilei dem Studio für die Gurke Geld abgeknöpft hat. Hast du gehört? Nein. Vergiss mal die Spracherkennung. Ich meine, klar, es braucht mal einen Klaps auf den Skriptcode, aber die Antworten waren eigentlich stimmig. Hast du eine Ahnung, wie viel Arbeit da drin stecken muss? Galilei hat bei seiner Mars-Sonde von maschinellem Lernen gesprochen. Mann, ich hätte nicht gedacht, dass es derart hochentwickelt. Was? Oh, Mann. Ich hab's gewusst. Ich bin dagegen, dass Sie mich fahren, Marcus. Sie sind nicht so schneidig wie Devon von Devon.
Ich wusste, dass es zu wenig klug und zu viel Scheiße war. Wow. Nigelnagelneu. Also hat es gar nicht geantwortet? Naja, zählt. Zählt es auch? Fick dich, Mann. Fick dich. Das Auto ist auf autonome Steuerung ausgelegt. Aber nichts ist da oder kalibriert. Es könnte es, ist nur nicht perfekt. Aber kein Schrott. Siehst du? Davon rede ich immer. Positiv denken. Es ist nur dämlich. Das ist der Plan? Eben mal ein KI-Auto fertig bauen? Problem? Nein, das geht schon.